Bei Quantic Dream weiß man, was man bekommt. Und wenn man sich damit zufrieden gibt und nur genau das erwartet, dann wird man selten enttäuscht. Detroit Become Human ist ein Musterbeispiel dafür und ist meiner Meinung nach das bisher beste Spiel der französischen Entwickler rund um deren Hauptverantwortlichen David Cage. Warum betone ich aber das Wort Spiel so sehr? Nun, weil Quantic Dream eben, wie anfangs angedeutet, wieder genau das geliefert hat, was man seit Jahren gewohnt ist. Es wird als Videospiel verkauft, ist aber vielmehr ein interaktiver Film mit nur sehr wenigen Gameplay-Elementen und als Videospieler wird man nur selten gefordert. Aber, und auch das habe ich anfangs gesagt, wenn man sich darauf einlässt und akzeptiert, dass es sich bei dem Spiel weniger um das Gameplay, sondern vielmehr um die Entscheidungsfreiheit und die Konsequenzen und die Emotionen dreht, dann kommt man vollends auf seine Kosten. Sowohl erzählerisch als auch audiovisuell schafft Quantic Dream hier ganz Großartiges und überzeugt damit auf ganzer Linie. Wer nun neugierig ist, was mir so gut an Detroit Become Human gefallen hat, bekommt jetzt die Erklärung, bleibt also dran. Natürlich freue ich mich aber auch über eure Meinung zum Spiel, welche ihr mir sehr gerne in den Comments hinterlassen könnt. Außerdem bin ich über jedes Like und jedes Abo sehr dankbar. Das wollte ich nochmal ganz schnell einwerfen. Detroit Become Human spielt in einer fiktiven, nicht mehr allzu weit entfernten Zukunft im Jahre 2038. 16 Jahre zuvor wurden die ersten Androiden geschaffen, welche den sogenannten Turing-Test bestanden haben. Zur Info, mit diesem Test lässt sich aufgrund des Verhaltens und Ausdrucksvermögens nicht mehr ausmachen, ob es sich um einen Menschen oder eine Maschine handelt. Diese neuartigen Modelle der Androiden wurden, wie so oft in der Sci-Fi-Literatur, von den Menschen dazu eingesetzt, sehr einfache Tätigkeiten zu verrichten. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Und genau hier setzt das Spiel ein. Man spielt abwechselnd und in einer vom Spiel vordefinierten Reihenfolge eine von drei Hauptfiguren, welche auch drei grundsätzlich verschiedene Hintergründe und Besitzer haben. Der erste im Bunde ist Marcus. Er gehört einem reichen, aber alten und schwer kranken Künstler. Dieser behandelt Marcus gut und sieht in ihm so etwas wie einen intelligenten Sohnersatz. Und er traut der künstlichen Intelligenz sogar zu, selbst künstlerisch zu sein. Der zweite Android ist das krasse Gegenteil, wenn es darum geht, wie viel Wertschätzung sie von ihrem Besitzer erhält. Kara ist nämlich ein Android, der im Haushalt eines gemeinsam mit seiner jungen Tochter lebenden Junkies helfen soll, welcher sein Leben ganz und gar nicht im Griff hat und unter anderem den Androiden die Schuld daran gibt. Ein eher nicht so positives Umfeld, weder für den Androiden noch für das junge Mädchen. Wie sich früh herausstellen soll, ist man nicht selten Opfer des verhaltensauffälligen Trinkers und Junkies, ihm rutscht regelmäßig die Hand aus. Als ihm das ein weiteres Mal bei seiner Tochter passieren soll, reagiert Kara anders, als man es erwarten würde und beschützt das Mädchen und flieht. Der letzte Androide ist erneut in einer ganz anderen Umgebung angesiedelt. So ist Connor ein Ermittler für die Polizei und kann mit seinen Fähigkeiten Tatorte durchsuchen, Zeugen perfekt verhören und schnell alles analysieren, was nötig ist, um Kriminalfälle schnell und vernünftig zu lösen. Zu Spielbeginn zeichnet sich ein Muster ab, bei welchen Tatorten Connor eingesetzt wird. Wenn es nämlich um sogenannte Abweichler geht. Zur Info, als Abweichler werden die Androiden bezeichnet, welche entgegen ihrer ursprünglichen Programmierung handeln und zum Beispiel Menschen töten. Oder wie im Falle von Kara, plötzlich den Drang haben, ein Kind zu beschützen und mit ihm zu fliehen. Zu Beginn, ich sag mal so in den ersten paar Stunden, kann man die Verbindung der drei Figuren nicht so klar erkennen. Es scheint, als ob jeder seine eigene Geschichte erzählen und erleben würde. Im Laufe der Zeit kristallisiert sich dann aber heraus, dass doch alle miteinander verbunden sind und zwar auf eine ebenso banale wie ausgezeichnete Art und Weise. Der Kampf ums Überleben, der Kampf um Anerkennung, der Kampf um eigene Rechte ist das zentrale Thema des Spiels und genau darum kämpfen alle drei Protagonisten. Wie sehr und wie genau jeder darum kämpft, hängt aber natürlich vom Spieler an der Konsole ab. Denn, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, geht es um Entscheidungen und deren Konsequenzen. Und je nachdem, wie ihr euch bei den ganzen vielfältigen Möglichkeiten entscheidet,
kann der ein oder andere Hauptcharakter mehr oder eben weniger auf der Seite der Freiheitskämpfer sein oder eben auch auf der Seite der Guten oder der Bösen. Wie sehr man dabei tatsächlich die Handlung sowohl im Kleinen als auch im Gesamtbild beeinflussen kann, ist beeindruckend. Schon früh in der Geschichte ebnet man teilweise den Weg, den die einzelnen Figuren gehen werden. Klar, es gibt auch immer wieder, vor allem in der ersten Hälfte des Spiels, Möglichkeiten, eine Entscheidung zu fällen und diese ändert an der Handlung dann wenig bis gar nichts. Aber das kommt selten vor und nimmt rapide ab, je länger man spielt. Das kriegt Detroit Become Human deutlich runder hin, als es noch zu Zeiten von Heavy Rain der Fall war. Solltet ihr euch nach einem Kapitel fragen, was man hätte anders machen können und was für weitere Möglichkeiten sich dadurch vielleicht aufgetan hätten, bietet das Spiel einen tollen Service. Denn am Ende eines jeden Kapitels kann man sich ein Raster ansehen, aus dem hervorgeht, welchen Weg man gerade gegangen ist, aber eben auch welche Möglichkeiten man vielleicht ungenutzt gelassen hat. Und so macht es einem das Spiel leichter, bei einem weiteren Spieldurchgang bewusst eine andere Möglichkeit in Erwägung zu ziehen. Logischerweise ist es auch wieder möglich, einige oder sogar alle Protagonisten sterben zu lassen. Es gibt keinen Game-Over-Screen. Sterben durch Unglücke oder einfach falsche oder langsame Entscheidungen alle spielbaren Figuren, gibt es ebenfalls ein extra dafür kreiertes Ende und das Spiel endet früher. Wer es hingegen schafft, die Figuren am Leben zu lassen, erlebt eine etwa 15 Stunden andauernde, toll und spannend erzählte Geschichte über das Menschsein und was dieses ausmacht. Und was genau die Geschichte so spannend macht, will ich euch hier allein aufgrund von Spoilern nicht im Detail erzählen. Das müsst ihr außerdem selbst erleben, da die Story sich nun mal wirklich unterschiedlich bei jedem Gamer entfalten kann. Aber abgesehen von der Story macht es Detroit Become Human einem sehr einfach, in die Welt einzutauchen und die Figuren ernst zu nehmen, weil es audiovisuell nahezu perfekt gelungen ist. Die Grafik hat mich vom allerersten Moment umgehauen. Alle Charaktermodelle sind super gelungen, die Umgebungsgrafik ist spitze und mir persönlich gefällt auch das Art Design sehr. Zusätzlich haben es die Entwickler geschafft, jede Umgebung lebendig und realistisch zu gestalten. Von der Einkaufspassage voller Passanten, zu einem abgewrackten leerstehenden Haus, zu einer Villa dekoriert mit edlen Bildern und anderen wertvollen Objekten. Regelmäßig schoss mir der Gedanke durch den Kopf, ja, genau so stelle ich mir so einen Ort vor. Keine Textur war irgendwie unpassend, kein Ort unglaubwürdig. Hut ab vor solch einer Qualität, denn optisch könnte das Spiel auch ein PlayStation 5 Spiel sein. So weit weg davon ist es nämlich echt nicht. Es fehlt höchstens an Bewegungsfreiheit. Das Spiel ist natürlich relativ stark eingegrenzt und so konnte man die ganze Power auf die kleineren Gebiete legen. Trotzdem bleibt es eine mehr als beachtliche Leistung von Quantic Dream. Und auch der Sound ist mega. Ich habe das Spiel auf Deutsch gespielt und war begeistert von der Synchroarbeit. Pass auf, Arschloch! Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Die Stimmen passen optimal zu den Figuren. Die Lippensynchronität ist immer gut, oft sogar hervorragend. Und alles in allem sind die Stimmlagen und alles, was dazugehört, sehr gut nuanciert, sodass man wirklich gut heraushört, was die Figur gerade empfindet. Ach ja, und eine Sache hat mir hier auch sehr gefallen, weil sie einfach viel besser gelang als noch bei Heavy Rain zum Beispiel. Wenn einer der Charaktere stöhnt oder vor Schmerzen aufschreit oder aufgrund von Atemnot laut nach Luft ringt, also nach einer langen Verfolgungssequenz zum Beispiel, dann klingt das nicht mehr so übertrieben künstlich und schlecht geschauspielert wie noch zuvor. Es klingt authentisch und glaubwürdig und bestätigt meinen äußerst positiven Eindruck von der Akustik des Spiels. Hinzu kommt der ausgesprochen gut passende Soundtrack, der das Geschehen perfekt unterlegt und je nach Situation die Dramaturgie, die Spannung oder auch die Action bestmöglich unterstreicht. Es gibt sentimentale und ruhige Klänge, genauso wie treibende, schnelle Beats, oft angehaucht von typischen Sci-Fi-Klängen, die auch aus einem Hollywood-Blockbuster stammen könnten. Zum ersten Mal habe ich also eigentlich echt nichts zu meckern. Naja, was heißt eigentlich? Nein, ich habe nichts zu meckern. Wo es dann durchaus am meisten zu nörgeln gäbe, ist das Gameplay. Es ist abwechslungsreicher als noch in den bisherigen Games und eine kleine Weiterentwicklung hat wieder mal stattgefunden, doch trotzdem kommt hier nie echte Gameplay-Freude auf.
Detroit Become Human spielt sich meist relativ langsam. In den vier Dialogen könnt ihr aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen und damit die Geschichte mit euren Entscheidungen lenken. Natürlich gibt es auch actionreichere Passagen und auch diese dienen dazu, die Story voranzutreiben. Jedoch kann man nicht wie bei zum Beispiel Spider-Man oder Days Gone oder einfach auch GTA von A nach B laufen oder fahren. Man kann nicht frei entscheiden, ob man in Deckung geht oder nicht, ob man schleicht oder sprintet. Es gibt kein Gunplay und auch keine freien Schlag- und Trittkombinationen. Das ist alles vorgegeben und kann von euch nicht frei gesteuert werden, außer in den wenigen Momenten, wo es das Spiel explizit von euch verlangt. Was es stattdessen zuhauf gibt, sind sogenannte Quicktime-Events. In einer Prügelsequenz zum Beispiel blendet das Spiel mit kurzen Zeitfenstern Tasten ein, die ihr drücken müsst, um erfolgreich zu sein. Seid ihr zu langsam, klappt das geplante, vorgegebene Manöver nicht. Und der Unterschied zu den meisten Quicktime-Events in anderen Spielen, die oft nur stellenweise eingeflochten werden, ist der folgende. Wenn ihr einmal nicht schnell genug wart, ist der Kampf nicht gleich verloren. Für jede kleine Animation gibt es unterschiedliche Ausgänge. Ihr könnt einen Treffer landen, im Anschluss bekommt ihr dann aber vielleicht auch einen Schlag ins Gesicht, weil ihr zu langsam gedrückt habt, aber danach schafft ihr es wieder dem zweiten Hieb auszuweichen und so weiter. So entsteht trotz der eingeschränkten Möglichkeiten eine spannende Dynamik. Das gleiche gilt auch für Verfolgung. Sehr gut gelungen zum Beispiel fand ich die Sequenz, in der man einen Verdächtigen verfolgt und ihm nicht nur direkt hinterherlaufen kann, sondern regelmäßig die Wahl aus mindestens zwei Wegen bekommt. Der eine ist sicher, aber dauert länger, der andere ist direkter, aber mit mehr Stolperfallen ausgelegt. Da man sich schnell entscheiden muss, empfand ich solche Passagen immer als sehr aufregend und unterhaltsam. Ich wiederhole mich zwar, aber man muss sich nur genau dessen bewusst sein, dass man viel Entscheidungsfreiheit bekommt, aber nicht viel Bewegungsfreiheit. Die meisten Sequenzen sind strikt vorgegeben und obwohl Quantic Dream hier einen echt guten Job gemacht hat, bleibt das echte Gameplay dröge und, naja, ich bin geneigt zu sagen, langweilig. Mich hat es nicht daran gehindert, viel Spaß zu haben, jedoch kann ich keine gute Gameplay-Bewertung abgeben. Als Fazit bleibt mir zu sagen, seid euch einfach dessen bewusst, was euch erwartet und dann bekommt ihr genau dies. Wollt ihr ein freies Adventure à la Days Gone oder GTA und wollt euch frei bewegen und so weiter, dann könntet ihr eure Schwierigkeiten mit Detroit Become Human haben. Ist es euch hingegen egal, dass das Gameplay eintönig ist und ihr vielmehr einen interaktiven Film als ein klassisches Videospiel erhaltet und spätestens wenn ihr dann auch noch die Story interessant findet, dann bekommt ihr wahrlich ein kleines Meisterwerk, welches auf seinem Gebiet voll überzeugen kann und das Bestmögliche aus der inzwischen betagten PlayStation 4 herausholt. Seid ihr mit meinem Fazit einverstanden? Dann sagt es mir in den Comments. Seid ihr nicht einverstanden? Dann teilt es mir trotzdem gerne mit. Ich freue mich auf eure Reaktion. Bis zum nächsten Mal.